Ist auch nicht So, schlecht. dann bin ich ja meiner Linie noch ohne Wohlfühlzeit, sondern die Erntezeit quasi, weil wir sind auf 4. Stufe, ne? Stufe, ne? Ja, genau, Stufe. Und mein AMX 40 gefühlt ein Heavy, aber es ist ein Light. Nicht wie ein Medium. Also mit der Panzerung kommen wir doch relativ gut an und jetzt versuche ich den hier ganz normal im Osten zu benutzen auf der 9er Linie. Muss mir irgendwann mal angewöhnen, die Taste erst zu betätigen, wenn der Countdown runter ist. AMX 40 wird ohne Tarnung, wie kann man nur? Mach es eigentlich auch nur wegen dem optischen, weil ich glaube, so richtiger Tarnwert hat man hier eh nicht mit dem AMX 40. Das wird eher interessant dann nachher, wenn man den Elk bis dann hat. Den sollte man dann schon wegen mal tarnen. Da bin ich mal gespannt. Ich bin ja echt lange nicht mehr wirkliche Lights gefahren, weil der hier ist ja eher nicht unbedingt als Light zu identifizieren. Geprallt, gut. Schaden. So, die Kette genommen. B1 da unten, der stört schon. War blöd gerade, gell? So, wenigstens konnte ich da ein bisschen was rein. Drücken. Mal hinterher. Und dann nochmal hoch. Rein. Die Mathilda. Auch unten rum, okay. Und mal rückwärts. Geh nicht so rosig raus hier. Sieht nicht gut aus hier, aber kann hier doch halt die Flügel empfangen, wenn die mal hochkommen. So.
So, die kommen hier gleich hoch und es sieht richtig blöd aus für mich. Naja. Last man standing. So. Ah, schade. Hatte noch ein bisschen auf die Panzerung gehofft, aber ja. Leider nicht. Der B1 hat schön drüber geguckt. Weil ich habe auch natürlich einen blöden Turm, ist ja klar. Da ist natürlich diese Kommando-Ding da oben sehr, sehr anfällig. Das ist ja also physikalisch richtig, dass wenn der kleine Turm da oben getroffen wird, dass dann der ganze Panzer hochgeht. Aber wollen wir nicht meckern. Wieder mal eine Niederlage wahrscheinlich, aber Strukturpunkte wieder erreicht. Hallo Friedhofsgärtner, willkommen. Schönen guten Abend. Oh, du kannst mich einladen, Stefan. Ja, ich gehe schon mal in die Garage. Genau. Ja, der 12T ist bestimmt hundertprozentig was ganz anderes. Also das kann ich mir... Ich freue mich schon auf den Elk, ehrlich gesagt. Weil das ja der erste richtige Light, ne? So wie auch der Lux jetzt hier auf 4, der ist ja ein richtiger Light gewesen, weil der AMX 40 ist jetzt noch kein wirklicher Light. So, jetzt muss ich bloß noch warten, bis ich zurück bin aus dem Gefecht. Und dann kann es losgehen. Gibt es was Besonderes zu deinem Panzer zu sagen? Den kenne ich natürlich nicht. Ist es ein Premium-Panzer oder ein normaler aus der Reihe? Premium. Sehr, sehr selten. Also ich wüsste jetzt nicht, wer noch so eins hätte. Also jetzt von den Leuten, die ich kenne. Ja? Den gab es da. Also ich habe den damals bekommen von der Gamescom. Das war 2018. Okay. Also ich meine, es gibt noch einen Panzer mit B2 im Ding, aber ich weiß nicht, ob es dieser Panzer B2 ist dann. Vielleicht ist es irgendein anderer. Müsste ich mal gucken. So, Deutsch. Genau. So. Also hier unter Premium gibt es den nicht. Der ist Level 4. Unter Forschung gibt es den auch nicht. Mhm. Ja, vielleicht verwechsel ich ihn auch. Meine ich. Also hier schreibt einer B2. Also nur B2 gibt es da einen. Bei dem habe ich nur einen B1 als Gegner gehabt. Also B1 sehe ich gerade. Also ich bin jetzt in einem deutschen Forschungsbaum. Hier gibt es nichts. Mhm. So, bei den... Oh, das ist ja auch nix. Hier auch nix. Franzosen B1 gibt. Also ich schaue auch Level 4 noch, ne? Mhm. So. Easy. Bei Chinesen auch nix. Ich glaube, ich hole mir erstmal einen anderen, bis der AMX kommt, weil sonst dauert es ja ewig. Den Lux, den habe ich ja schon lange nicht mehr. Oh, der ist ja noch komplett alt. Der ist nicht bereit. Der ist ja nackt. Der ist ja nackt. Vielleicht kommt jetzt ein IMX. Ist oftmals so, man startet. Ja, da ist er schon. Und sogar ein Sieg. Yay. Ja, siehst du mal, hast verdient. Ja, der erste Sieg. Juhu. Und was sagt das Ergebnis? Wo war ich? Ah, 2155 WN8. Okay. Nicht schlecht. Panzerklasse 3, okay. Richtschütze, okay. Endlich. 5 Bester im Schaden und 6 Bester bei den Punkten. Ist okay. Aha. Okay, aber das ist doch egal. Jetzt ist er fertig und jetzt machen wir Platz. Jetzt machen wir alle Platz. Mhm. Menschen. B2 hat MM. Was ist MM?
Durchschlag, also Durchschlag, sei Panzerung oder was heißt MM? Nee, der ist, ich meine. Kürzel MM kenne ich der nicht. Ist, der ist. Ja. Der hat nur 4-5er Gefechte. Den kannst okay. du gegen 6er nicht spielen, weil der hat wirklich geringe Durchschlagskraft von 55 bis 49 mm. Ah, okay. Dann ist gut, mit dann bleibt da, dann bleibt mit ihm. Dann kommen schon keine 6er. Aber dafür gleich 5er, ne? Nee, wegen dir bekommen wir schon 6er. Ach so. Aber ich habe da leider nichts anderes. Okay. Ja gut, ich bin ganz unten in der Stufe, sehe ich gerade. Lower than low. Dein Handy mag dann eh nicht auf diesen Haaren. Da muss das E in der Zwischenablage abspeichern und dann einfügen. Da klappt dann so. So. Letztes Mal war ich hier ein bisschen auf der Kuppe. Da konnte ich ein bisschen meine Panzerung ausspielen. Mal gucken. Wie jetzt? Ja, genau. Baumfällen. 14 Tipp. Ei. Karma. Ups. Bin aufgegangen. Das heißt, hier ist jemand in der Mitte. Da den Lux. Kann ich nicht beschießen hier. Ja, super. Oder KV-1. Er bleibt zu. Komm, Charge. Machen ein Blatt. Jetzt haben wir mal ein bisschen Gas hier auf der M10. Und wie viel Damage hast du schon gemacht? Null, nur über Spotting. Du bist ja auch ein Leid. Ja. Aber 73 Spotting ist auch noch nicht so viel.
ein bisschen. Spotting 440, 444 und Schaden 111. Also Schnapszahl. Die Quelle. Mhm. Ah, die ist da hinten. Versteckt sich da hinten. Und ich habe die gespottet, stell dir mal vor. Ich krieg auch hier Unterstützungsschaden von der. So. Mit Vorhalten. Gut vorgehalten, das kann ich wenigstens. Mittlerweile. Nicht ganz so schlimm wie. Ja. Das habe ich vom Mountain Blade Bannerlord. Da musste ich dann mal mit Bogen schießen. Und da musste manchmal vorhalten, damit du auch richtig triffst mit dem Bogen. So. Juhu! Du hast einen Kill. Das ist schon mal sehr gut. So. Ja. Und zwar. Die Arti habe ich ausgenommen. Juhu! Super. Da muss ich mal einen Gruß an Pascal sagen, wenn ich die Art hier rausnehme. So, mein Klicker nämlich der. Wieder Klasse 3, okay. 1895, das sind doch einige. Ja. Ich brauche aber 2 Kills, um meine Tagesaufgabe zu erfüllen. Ne? Das ist halt immer. Da bin ich einfach zu langsam. Aber zumindest mal ist meine Winrate jetzt doch wieder besser, ne? 33%, ja. ETA immer noch positiv, ist sehr gut. Ja. Ah, Ultimas 89. Danke für dein Raid. Herzlich willkommen. Ich hoffe, du hattest gute Runden, wenn du auch World of Tanks gespielt hast. Ups, ich bin aus Versehen. Ich glaube, ich habe Zug verlassen, glaube ich. So, ihr seid live dabei, wie, wohl, wie die Wohlfühlzeit nicht mit mir wohlfühlen will. Ich will wohlfühlen. Also, war es eine Katastrophe. Bei mir war es zu Beginn eine Katastrophe. Jetzt hat sich es ein bisschen gebessert, sagen wir so. Ich bin immer noch bei 33% Winrate, aber es sind ja bloß 6 Gefechte. Davon 4 verloren, also. Aber jetzt habe ich ja hier Unterstützung. Die Wohlfühloase ist da. Deswegen ab in die Vierer. Nun ja, ich kann ja eins sagen, falls wir jetzt doch Sechser reinkommen, dann kann man ja so machen, danach übernimmst du die Spitze vom Zug, oder? Dann gibt es doch dein Limit, nee, oder? Nee. Nee, ich glaube, das nützt nichts. Ach so. Also nur wenn du Solo fährst, hast die Begrenzung. Okay. Genau, aber scheißegal. Ja. Ich spiele ja für Fun. Egal! Oder wie war das? Der eine Sänger. Oh, so. Das ist so in der Art. Aber ich muss sagen, ich bin schon länger so 4-5er nicht mehr gefahren. Eigentlich macht Spaß tatsächlich ab 6. Oder, na, 5, komm. Ab 5 ja. Macht Spaß. Ja, das stimmt. Davor, gute Nacht, Ultimas. Also 4, 3, das sind so. Da ist ja. Gameplay, also einfach. Ganz anders, ja. Viel zu wild. Ja, das stimmt. Viel zu alt. Ja. Ultimas, hast du recht. Da bei mir die 4 nicht so lang her ist, kann ich es noch abzitieren, aber es ist schon wirklich, wenn du auch von 4 auf 5 kommst, dann hast du eine andere Welt. Und dann auf 6 nochmal eine ganz andere. Vor allem, wenn du dann halt auch mal auf 8er triffst, das ist halt dann wirklich. Und hier bei 6, da bin ich ehrlich, da mache ich erstmal gar nichts. Ah, wir müssen zweite, dritte Linie bleiben, dann passt das schon. Mhm. Aber wir gucken erstmal, wie die Kräfte sich aufteilen. Ja. Also wo unsere. Und ich drücke die ganze Zeit A, aber irgendwie dreht sich mein Panzer nicht. Woran liegt das?
Ah, fährt er da, AMX Elk bis. Bis zum nächsten Mal. Ich will da zu der Baumreihe hier oder Buschreihe. Dann mal gucken, dass ich da vielleicht ein bisschen runterschießen kann. Versuch mal dein HP zu safen, solange es geht. Ja. Oh, der erste ist schon draußen. Sehr schön. Aber das war ziemlich schnell. Mhm. Leider muss ich wieder auf Premium gehen, weil anders komme ich ja, glaube ich, gar nicht voran. Aber die. Ah, getroffen aus der Entfernung, obwohl er nicht mal sichtbar bei mir ist. Okay. Sehr schön. Oh, das gibt Punkte. Ich habe hier nämlich die Kette genommen, blind, aber das ist gut. Leider hat er sich wegbewegt. Ist nicht mehr da. Nichts kommt übers Feld. Mal gucken, wo man den kriegt, ob man den irgendwie während der Fahrt kriegt. Hier so eine beschissene dumme Panzerung, weißt du das? Da kommt jeder durch. Ah, KW-1S, Achtung bleibt. Ja, 6 zu 7 ist immer noch so eine Sache, ne? Boah, Game Over für mich. Jetzt kommen sie da durch. Ich habe 1725 Spotting. Also ich kann gut Light spielen. Leider hier. Nur abgeprallt, okay. Hatte ich sehr wenig Unterstützung. Stefan, du schaffst das. Wo bist du, Stefan? Warte mal, ich versuche.
Kannst du den M8 A1 irgendwie? Ja. Das sanft runter, bevor die mich rausnehmen. Warte. Nicht. Na, ich hab gerade so. Der M8 haben sie rausgenommen und ich hab schön Spotting-Punkte bekommen. Der T6 Medium direkt mit der Seite zu dir. Schaffst du irgendwie den Damage zu machen? Der fährt jetzt mit dem 8 zu dir. Wenn du ihn anschließt. Ein Treffer konnte ich rein. Ja, Hauptsache die Arti sieht den. Ah, wir haben keine Arti mehr. Oh. Now rest in peace, Stefan. KW1, also KW1, das ist brutal gegen mich. Ja, der Bottle ist. Ich konnte nicht mal mit Goldmunition penetrieren, also das war gar nichts. Naja. Aber schön gespielt. Trotzdem. Noch ein Treffer rein. Ja, wir haben. Ja, 648 Schaden und 584 Spotting. So, 582 Schaden und 1.725 Spotting. Aber werden wir hoffen, dass unsere. Weil HP-mäßig liegen wir zwar drunter, aber nicht viel Kraft. Vom Booster müsste eigentlich rausreißen, der hat ja. Gute Alpha, ja. Mhm. Aber wir haben auch den. Ja, sag schnell. Oh, da bewegt erstmal nichts. Ja. Sieben Minuten später. Weiß nicht, wie viel Schaden der KV1 noch hat, aber ja. Ah, da kommt der T28. Der nimmt einen raus. Da ist der KV1 auch da. Hat der 28 und. Boah, hat der Glück. Mal noch ab mit 8 HP. Was ist da draußen? Wo ist der KV1 noch hier? Ja, wenn er schlauer ist, schafft er den T6 Medium noch rauszunehmen. Oder KV1 kommt. Nicht getroffen. Eieiei. Wird schwierig. Ja, ja, schade. Ja? Ja, gegen 4 ist schon schwer. Ja, ja. Schade. Dabei habe ich als absolutes Low-Tier so gute Punkte gemacht. Naja. Als Sieg wäre es richtig gut gewesen, aber so ist auch okay. Zumindest für die Statistik war es okay. Also, für die Wertung. Guck mal, ich bin auf Platz 1, wenn man Erfahrung schaut. Ja, da bin ich auf Platz 5. Schaden bin ich auf Platz 4. Ja. Ja. Schaden hast du gut gemacht. Stimmt schon. Also siehst du, wir ergänzen uns ganz gut. Ja. Demnächst müssen wir aber mehr im Zug spielen, also quasi. Ja. Zusammen. Weil du fährst nach links, ich fahre nach rechts. Obwohl, ich würde sagen, dein Light ist so ähnlich wie mein Heavy. Auch äußerlich haben die eine gewisse Ähnlichkeit. Ja, ja, also wie gesagt, der X40 ist nicht wirklich ein Light. Also, wenn man jetzt den Lux daneben sieht, der ist deutlich schneller und alles. Also,
Sechser. Okay, dann wie fahren wir denn? Also ich würde jetzt hier links fahren, nicht rechts durch die Stadt. Ja, würde ich auch. Ich würde auch mich hier auf, ja, das hat G8, G9 da auf dem, in der Gebüsche stellen. Also, für die Frage an den Chat, ja, also wenn mein AMX 40 fertig ist und ich zum Elk gehe, würde ich schon gerne die Crew mitnehmen. Ich weiß nur nicht, ob die Crew von der Ausstattung her gleich ist oder ob da was fehlt, aber sonst würde ich eigentlich alle mitnehmen wollen. Die reinpassen, ne? Wie viel fehlt dir noch an XP bis Helix? Ich glaube, muss ich schon gucken, aber ich glaube 12.000 brauche ich und bin jetzt so bei 6.000 ungefähr. Die Perks sind natürlich immer noch am ersten Perk. Guten Abend, Berjev. Willkommen. Kann ich euch gleich nochmal zeigen. Ja. Deine ist auch ein Tick schneller als meiner, ne? Ich glaube, die haben die rechte Seite schon mal gut in Angriff genommen. Also von uns aus gesehen auf der Karte links, also. Ich glaube, wir dürfen gleich mal umdrehen in Richtung Base-Verteidigung, weil die haben da niemanden. Ja, ich glaube, das hilft schon gleich. Ups. Hier ist glaube ich nichts zu holen. Aber wir können ja aber von hier schön reinschießen, glaube ich, oder? Wenn die dann in die Base reinfahren. Zum Beispiel M5 ist schon da hinten. Da kommt jetzt quasi dahinter hinter der Hütte raus da. Ja, das hat die gefunden. Und die Arte hat ihn gefunden. Hier ist irgendwo ein Light. Wahrscheinlich in der Mitte im Gestrüpp da, ja. Ja, ja, da wo der zuletzt gesehen wurde. Ich bin aufgegangen direkt. So, Mathilda kommt. Fahr ruhig vor, super Mathilda, das ist super. So. Oh, der Oi, das wird schwerer Brocken. Der fährt auch nicht weiter. Ich schaffe den nicht mehr zu penetrieren. Ja, bis T8 habe ich ja noch Zeit. Budweiser mit den Perks. Bin ja eher auf 6, deswegen ist mein Ziel der IMX 12T auf Stufe 6. Und da habe ich oft genug gegen 8er zu tun. Ich denke mal, da werde ich auf jeden Fall nochmal einen Zwischenstopp legen, bis ich ein paar Lexer mir hole und generell auch mein Spiel verbessere, weil das ist schon schlecht, sagen wir mal so, mein Spiel. Ach, hau zwei Lexer durch. Geprallt war ja klar. Hoppala, ich bin aufgegangen. Dann runter vom Berg.
alles nur rot. Gut, ist halt der Eu, ne? Da habe ich. Oh, jetzt kommen die von da auch noch. Von links hast du hier ja Panzer. Oh nee. Mist. Das war auf jeden Fall keine gute Runde. Ja. Yeah. Das war bitterbes. Eieiei. Vor der kleine Jagdpanzer macht jetzt Kalabano. Mhm. Den habe ich auch, eine Jagdpanzer 4. Der nimmt alle jetzt auseinander. Mhm. Leider sieht er halt nichts. Wenn der hinterm Gebäude steht. Mhm. Aber der kriegt jetzt Besuch und was tut. Ja, und das war's. Not gut, not gut. Nee. Ich glaube, letzte Runde für mich. Also noch eine und das war's. Okay. Weil morgen muss ich um 5 aufstehen. Ich zum Glück ein bisschen später. Arbeit. So, also wie gesagt, hier die Perks. Ihr seht. Um die 50 rum. Also der Kommandant und der Lichtschütze mit Munition hat 46 plus Bonus. Und der Fahrer auch 52. Also dahingehend. Und hier nicht ganz letzter, aber ja, aufgezahlt natürlich wieder mal. So. Mal gucken, welche Karte wir erwischen. Ah ja, hey, Lakewell. Guck mal. Dreiergefechte, wir haben keine Arti. Sollen wir uns dann durchs Tälchen wagen? Ich würde gerne rechts versuchen. Ja, ich auch. Durchs Tälchen, also ja. Die erste, zweite, genau. Valley. Das einzige, wo ich immer, das war wirklich ein guter Tipp vom Maus, weil das habe ich nicht so berücksichtigt, aber klar, wenn Arti im Spiel ist, ist Tal ein bisschen blöd, weil sobald du aufgehst, musst du irgendwie gucken in einen blöden Winkel, dass du die Arti nicht erwischt, aber jetzt ist okay. Also genau deswegen, Herr Potsdamer, möchte ich eigentlich auf der Stufe 6 erstmal bleiben, weil meine Crews kommen ja gar nicht mit. Das heißt, ich finde es zwar toll, ich könnte bestimmt relativ schneller mal auf eine 7er hochgehen, aber wenn du halt Crews hast ohne irgendwas drauf, finde ich halt, bringt es halt nichts. Nur, dass man halt die Stufe 7 hat, ist ja nicht zielführend.
sein, dass wir verlieren? Noch nicht ganz. Warte. So, auf der nächste kommt. Ist es? Ich würde sagen, wir fahren nach vorne einfach. Warte, ich hab da hier ein super Ziel, wenn ich ihn also. Ah, Mist. Den S35 krieg ich nicht geknackt von mir, ja. Aber jetzt. Hätte gezogen, sehr schön. So, naja. Das nenne ich eine nette Runde. Ja, viele Blaupausen sammeln. Das ist über die Panzerakademie. Kommt ja den nächsten Bonus. So. Also schön wieder. War nicht der Beste, aber ist okay. Nicht so wieder Wohlfühlzeit. Der hat dich zugeschlagen. Ich habe ja jetzt, wie gesagt, ich letzte Runde. Ach, 14,9 brauche ich, genau. 14,9 habe ich und 8000 habe ich. Das heißt, ja, habe ich noch ein bisschen was zu tun. Ja, also du bist dann draußen? Ja, ich gehe mal schlafen, weil, wie gesagt, sonst komme ich morgen ja nicht aus dem Bett. Okay, also dann danke, danke, danke und dir dann eine gute Nacht. Super. Ja, es war eine super Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich wünsche dir auch was. Ciao. Ciao, ciao. So. Für die Folge soll es auch gewesen sein. Livestream geht natürlich weiter. Bis zum nächsten Mal.